Sie haben mich nach Ahnung gefragt. Ich will Ihnen sagen, ich habe eine gewisse. Ich glaube, es ist aber auch selbstverständlich, dass es gar nicht notwendig ist, antideutsche Ressentiments bei den Demonstrationen auf den Weg zu bringen. Wir wissen um die Besonderheiten, über die Schwierigkeiten, die solche Reformen für die Menschen immer mit sich bringen. Aber wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, als Bundesregierung, als Deutsche insgesamt, auch als deutsche Wirtschaft, dass wir eben alles dafür tun wollen, Griechenland in der Eurozone zu halten und damit durch Reformen im finanziellen Bereich, aber auch durch Reformen im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit so zu gestalten, dass das auch gemeinsam gelingen kann. Wie ist denn das bei Ihnen angekommen? Haben Sie Verständnis für diese? Natürlich wissen wir, dass diese Reise eine Besonderheit ist. Es ist die erste Reise. Und hier können wir, und das ist ja auch eine Chance für uns beide gemeinsam, ein klares Signal setzen, dass Griechenland ein guter Investitionsstandort ist und noch besser werden wird durch die Anstrengungen der Regierung, der Politik und der Menschen in Griechenland selber. Und unsere deutschen Unternehmen wissen, dass sie hier in Griechenland investieren, natürlich auch, um gute Geschäfte zu machen, dass sie aber auch investieren in die Eurozone und in ein gemeinsames Europa. Thank you.